Jetzt 11 Tage Handel pur. Wie sieht es denn aus? Ab heute geht es wieder los im Handel, zumindest mal in 8 der 9 Bundesländer. Oberösterreich stoßt ja dann nächste Woche mit dazu. Wie sieht es da aus? Was sind so die Sachen, auf die sich die Kunden freuen dürfen, auch gleichzeitig? Was sind die Sachen, auf die sich die Händler einstellen können? Also zum einen einmal rechnen wir mit einem verhaltenen Start, wie immer bei Lock-up-Tagen, denn Konsum ist Psychologie und die Menschen gewöhnen sich jetzt einfach wieder an die neuen Möglichkeiten. Der Handel wird an sich ein sicheres Shopping garantieren durch alle Maßnahmen, die umgesetzt werden. Natürlich ist von Beginn an heute schon mehr Frequenz vorhanden, weil die berufstätige Bevölkerung, nämlich 100.000 Handelsangestellte, wieder in die Jobs zurückkehren, weil die körpernahen Dienstleister wie Friseure, aber auch Nagelstudios wieder öffnen. Und darüber hinaus sei aber gesagt, dass wir nach wie vor mit 440 Millionen an Umsatzeinbrüchen im Vergleich zu einer normalen Weihnachtswoche rechnen. Denn wie Sie richtig gesagt haben, der harte Lockdown im Handel geht in Oberösterreich weiter und der Lockdown für Ungeimpfte geht in allen anderen Bundesländern weiter. Und die Gastronomie und der Tourismus fehlt uns natürlich auch im Vergleich zu einer Normalsituation. Und das ist so der Befund. Die Shopper werden jetzt sicherlich dann zum Tagesende hin stärker aktiv werden und dann über die Woche erwarten wir schon eine starke Frequenz. Es sind die üblichen Artikel, die zu Weihnachten gekauft werden, wie Spielsachen, Elektronikwaren, da und dort natürlich viel Süßes, das bei den Geschenken beigemengt wird, aber auch Bücher sind immer mitten dabei. Für uns ist natürlich jetzt dann ganz, ganz entscheidend, dass der erstmals offene Sonntag, verkaufsoffene Sonntag oder goldener Sonntag, wie man nennt, bestmöglich genutzt werden kann und auch der Samstag, und daher darf es nicht zu solchen Bildern kommen wie in den letzten Wochenenden bei Demonstrationen. Ja, Sie haben schon angesprochen, natürlich eben dieser goldene Sonntag oder auch, wie wir ihn heute schon Super Sonntag genannt haben. Jetzt sind es ja inklusive heute 12 Einkaufstage, 12 Shoppingtage in Serie, auf die sich natürlich jeder Shopper auch freut und auch gleichzeitig natürlich auch viele Menschen, die vielleicht viel zu tun haben, jetzt sagen, dass sie diesen Sonntag noch nützen können, um auch Geschenke einzukaufen. Gleichzeitig, was bedeutet das für den Handel? Und Sie haben schon angesprochen, auch, wie sieht es denn da aus mit den Demonstrationen? Man kann ja auch wieder nächste Woche mit Demonstrationen rechnen. Inwiefern hat denn der Handel dafür Verständnis? Die Händler haben mittlerweile kein Verständnis mehr dafür, denn die großen Verlierer der Krise sind jene, die Arbeitsplätze geschafft haben, die die Steuern in Österreich zahlen. Und daher ist das Maß der Toleranten irgendwann einmal ausgeschöpft, wenn die Intoleranten hier einfach alles unterordnen. Und daher darf eben das Versammlungsrecht nicht auf dem Rücken von ein paar wenigen mutigen Unternehmern ausgetragen werden. Da rufen wir auch alle Parteien auf und natürlich allen voran den Innenminister und den Bundeskanzler, hier sicherzustellen, dass es zu einer sehr sorgfältigen Abwägung zwischen der Versammlungsfreiheit und der Erwerbsfreiheit kommt. Denn in der Pandemie bis dato wurde die Erwerbsfreiheit stets untergeordnet, wenn man nur an die Betretungsverbote der Geschäftsflächen denkt. Der Handel war nie ein Corona-Hotspot, wir sind ein Safe-Spot und es muss ganz klar sein, dass wir jetzt die Bruchteile der Verluste der 2,7 Milliarden durch den bisherigen harten Lockdown nur durch diese Hilfe zur Selbsthilfe, indem wir wieder aufsperren, aufholen können. Denn eines fehlt allen Hilfen in Österreich, der Faktor Liquidität. Es stehen ja bald wieder die nächsten Gehälter an und bis dato sind gerade jetzt einmal die Hilfen beantragbar. Das heißt, da ist noch kein Euro geflossen mit ein paar kleinen Ausnahmen und daher setzen wir sehr auf den Finanzminister Brunner, dass er hier erkennt, dass tausende Geschäfte nach wie vor in größter Gefahr sind und deren Arbeitsplätze, sodass man hier zum einen den Deckel von 80.000 Euro nachzieht, aber eben auch Wachstum berücksichtigt, sonst sind es die Corona-Verlierer. Und daher ist das Wichtigste jetzt, dass wir offen halten, aber auch, dass wir offen halten können an Wochenenden ohne Einschränkungen und dass wir dann nicht nach Weihnachten wieder schließen müssen, denn es gibt neue Studien und einfach ganz klar evidenzbasiert mittlerweile, dass es nicht das gelindere Mittel ist, den Handel zu schließen. Dieser Handelssonntag, der wurde ja jetzt eben auch ins Leben gerufen, eben um den Händlern auch die Möglichkeit zu geben, hier zumindest einen Teil des Geschäftes wieder aufzuholen. Ist das etwas, was vielleicht auch in Zukunft denkbar sein könnte? Wir haben es jetzt einmal einmalig und das, was es jetzt unmittelbar braucht, ist, dass uns 7 Bundesländer
endlich die Landesverordnungen für den kommenden Sonntag zusenden, für die Sonntagsöffnung. Das ist bis dato noch nicht passiert. Wir müssen aber rein rechtlich auch bis übermorgen den Personaleinsatz einvernehmlich fixiert haben. Bis jetzt hat nur Wien und Kärnten die Verordnung auf Landesebene für den Sonntag schon geliefert. Alle anderen 7 Bundesländer haben das bis dato noch nicht getan. Was die Mittelfrist betrifft, kann man keine Aussagen treffen. Wir wissen, dass wir jetzt 20 Tage geschlossen halten mussten und daher müssen jetzt diese Tage, die möglich sind, bestmöglich genutzt werden. Was ich Ihnen auch sagen kann, ist, dass die Mehrheit der Händler am Sonntag aufsperren wird. Es gibt ja doppelte Zuschläge für die Angestellten und auch zahlreiche Konsumentinnen und Konsumenten werden dieses Angebot natürlich nutzen. Alle können es ja nicht nutzen, weil ja durch das 2G-Regime die Betriebsstätten für Ungeimpfte nach wie vor geschlossen sind. Also noch ein Zucker sozusagen jetzt auch eben für das Personal. Sie haben schon angesprochen, im 2G-Regime, also sprich, dass eben nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben zum Handel. Wer kontrolliert denn das eigentlich? Wie funktioniert das? Also ganz generell sind alle verantwortlich dafür, dass es ein sicheres Shopping gibt. Und es ist so, dass die Kundinnen und Kunden sicherstellen müssen, indem sie eine FFP2-Maske tragen und über den 2G-Nachweis verfügen, dass praktisch hier die Voraussetzungen gegeben sind. Von der Händlerseite her ist klargestellt, dass die Sorgetragungspflicht, auf die abgestellt wird, eben nicht überspannt werden darf. Das heißt, ich kann nicht 10 Fußbälle auf einmal auffangen, sondern nur einen. Und daher gehen wir präventiv vor und werden Durchsagen treffen. Wir haben im Handelsverband 10.000 Händlern Hinweisschilder mitgegeben, sodass man das auch schon die Voraussetzungen und Spielregeln vor dem Geschäft definieren kann und hinweisen kann. Und dann wurde noch klargestellt, dass stichprobenartige Kontrollen durchgeführt werden dürfen. Aber wie gesagt, es gibt keine Einlasskontrollen, so wie bei körpernahen Dienstleistern, wo praktisch jede Stunde ein paar Kunden kommen. Bei uns gibt es ja Hochfrequenz bei niedrigen Aufenthaltsdauern und daher ist das die Antwort. Am Schluss wird auf einen Einzelfall abgestellt in der Betrachtung. Ist das Kundenaufkommen hoch und zumutbar trotzdem, dass man Stichproben kontrolliert oder nicht? Auch im Kassenbereich darf man es kontrollieren, wurde klargestellt. Und das ist die Situation. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man dem zuwiderläuft als Konsument, dann muss man rund bis zu 500 Euro zahlen. Wenn man als Händler dem zuwiderhandelt, dann muss man bis zu 3.600 Euro Strafe zahlen. Es gibt zwar dann noch in beiden Fällen höhere Strafbestimmungen, wenn man praktisch de facto einer Untersagung zuwiderläuft, also sehr kompliziert. Es sei nur jedem einfach geraten, sowohl den Händlern als auch den Kunden, sich einfach dran zu halten, dann klappt es und dann bleibt es auch sicher. Eine wichtige Frage natürlich bleibt noch offen, denn jeder, der einen Adventskalender daheim hat, der weiß, es sind schon mehr Türchen offen als zu sind. Oder auch jeder, der einen Adventskranz hat, der merkt, es brennt schon die dritte Kerze. Das heißt, Weihnachten ist nicht mehr weit. Jetzt sind wir hier schon vor 1,5 Monaten im Studio gesessen und haben schon gesagt damals, dass eben auch aufgrund der Lieferketten und so weiter, dass etliche Weihnachtsgeschenke damals schon recht knapp waren. Wie schaut es denn aus, wenn ich jetzt eben noch immer keine Geschenke zu Hause habe, wie sicherlich viele Menschen? Was gibt es denn noch? Was kann ich mir für dieses Jahr zu Weihnachten schon abschminken? Und auch gleichzeitig haben wir heute auch zum Beispiel hier auf der Titelseite der Tageszeitung Österreich Mega-Rabatte nach Lockdown. Der Handel lockt ab heute mit -57%. Wie sieht es denn da aus im Moment gerade? Wo kann ich im Moment gerade noch ganz gute Deals und Schnäppchen rausschlagen? Was gibt es noch und was kann ich mir für Weihnachten 2022 schon mittlerweile aufschreiben? Also ganz richtig, wie Sie das sagen, es ist ganz klar, dass diese Beschaffungsengpässe sich jetzt natürlich ein Stück weit verdünnisiert haben, weil die Händler auf vollen Lagern sitzen. Das Skurrile an der Situation ist, dass es für die Kunden eigentlich sehr positiv wird, weil alle Händler mit Rabatten locken, um eben Cash in der Kasse zu haben, nachdem die Hilfen ja keine Liquiditätshilfen sind oder nur teilweise zumindest skizziert, aber eben nicht ankommen bis dato, sondern erst beantragt werden können. Das heißt einfach auf gut Deutsch, die Händler brauchen jetzt das Geld,
Daher bieten sie hohe Rabatte, und zwar im gesamten stationären Handel, um eben Cash in der Kasse zu haben, um die Gehälter zahlen zu können. Tausende werden dieses Jahr nicht überleben, und daher ist es eine Notsituation, die zu diesen Rabatten führt, weil die Hilfen eben ausbleiben, auch im 22. Monat der Pandemie. Das ist die Situation. Und egal, ob es um Elektrowaren geht, um Möbel, um Modeartikel insbesondere, überall sieht man schon in den Shoppingcentern und Einkaufsstraßen, dass mit 50% auf alles teilweise geworben wird. Das heißt, das Last-Minute-Christkind ist heuer durchaus vielversprechend preislich unterwegs, wenn man nicht davor das doppelte Gehalt schon bei Amazon und Co. Verschossen hat. Das heißt, es gibt noch sehr, sehr viel. Was sind denn die großen Renner Weihnachten 2021? Ja, also alles, was elektronisch ist, also vom Elektrospielzeug bis hin zu tollen Smartwatches, iPhones und E-Bikes, also auch Outdoor-Sport hat massiv in der Relevanz gewonnen für jene, die der Gesundheit einen großen Stellenwert beimessen und auch Freiheitsgrade nutzen wollen, weil Außensport immer einer der Ausnahmen war, abseits des Weges in die Arbeit als Beispiel. Darüber hinaus sind es aber auch Geldgeschenke und Gutscheine. Leiden tun eher diese Geschenke, die direkt dann mit Terminen zusammenhängen im Wellnessbereich, weil einfach eine Planbarkeit nicht mehr gegeben ist. Und daher hoffen wir natürlich, dass ab dem 24. der Handel weiterhin auch offen bleibt, denn da werden 10% der Weihnachtsumsätze auch realisiert. Es ist ein natürliches Kundengewinnungsprogramm, wenn die Menschen mit Geschenken auch den Umtausch realisieren, weil man dann oft einen Kundenkontakt am neuen macht, sich doch was anderes aussucht und damit Stammkunden generiert. Das heißt, der Handel darf nicht mehr schließen. Es braucht das wissenschaftliche Fundament, und es darf in der Zukunft nicht mehr so sein, dass vom Rotlichtmilieu und Diskotheken bis zum letzten offen haben und jetzt auch wieder als erstes das Rotlicht aufsperrt, die Gastro zu hat, weil dann verliert man nämlich alle Menschen, wenn die Logik und der Hausverstand einfach an der Tür abgegeben werden.